Ja, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ätzend das ist. Naja, der brüllt immer rum. Dankeschön. Den Gestank von Harzer Käse. Und dazu noch Schmatzen. Oh, wollen wir uns nicht woanders hinsetzen? Und warum nicht? Habe ich dir was getan? Nein. Ob wir gar nicht so geschafft haben? Sag mal, hast du eigentlich einen Freund? Hm? Was? Ach nee. Und Daten, Fakten, Fakten, alles bis nicht raus. Aber daran möchte ich lieber nicht denken. Ich hab noch gleich gesagt, ich kann nicht vergessen. Das ganz lässig, mit Fun und Freundin ist das eh nicht so stressig, klar. Und hat als Teenie auch mal hart, aber büffeln blieb auch Einstein nicht der Spaß. Ich möchte lieber surfen gehen mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Bett durch Internet. Ja, ja, ich weiß, ihr denkt so ein Scheiß. Der Typ kann nicht mal zwei und zwei addieren, der wird das nie kapieren. Doch ich will alles. Das Austauschen von Tätigkeiten auf dem Schulgelände ist strengstens untersagt. Was ist denn los? Eben gerade war doch noch alles okay. Jetzt aber nicht mehr. Moment mal, das habe ich doch gar nicht gesagt. Sie haben mich reingelegt, ja? Nö, eben nicht. Probleme. Könnte sein, da kriselt seit einiger Zeit. Meinst du wirklich? Jetzt wird das doch irgendwas. Okay, auf deine Verantwortung. Mit ihm würde ich überall hingehen. Aber wie wär's denn mit Panama? Rio wäre mir ja schon lieb. Ich kann's kaum erwarten, mit ihm am Strand zu liegen. Mein Flugzeug wartet bereits mit laufendem Motor und Schloss. Dann haben wir noch Zeit zu essen. Wie wär's mit diesem Joghurt? Den habe ich extra aus Amerika einfliegen lassen. Ich würde die jetzt so gern kennenlernen. Wie denn? Können wir die nicht suchen? Was muss es sein? Harzer Käse! Heißt das, dass wir die 10 auswendig lernen? Nein, das nicht bejahen. Aber man muss viel üben, damit die Reaktion schneller und schneller wird. Sag mal, wo ist denn jetzt dieser Trödelladen? Da hinten. Die Schüler interessieren sich sehr wohl für Kabale und Liebe. Die zweite Anmeldung sagt über etwas anderes. Mr. Hellenkrein. Ja, du musst... Liebe Christina. Oh, das kann man ja kaum noch lesen. Na, wenn das keine Spur ist. Und nächstes Mal bei Schloss Einstein... Was hat denn Verena davon gemeint? Von wegen blind und klarer sehen? Sie wollte deine Rose eben nicht. Aber ich fand sie schön. Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.